Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Tap Titan 2. Ich habe es gerade heruntergeladen, wir jetzt starten. Vollbildschirm geht, das ist schön. Ich mache glaube ich mal mein Fenster zu. Bin gleich hier da. Da bin ich wieder. Oh, habe ich Musik an? Nein. Ich glaube, ich hatte das schon mal gespielt. Schwertmeister. Jo, das habe ich schon mal gespielt. Leertaste gedrückt, lasse mal das bei den Spielen. Aber der hat meinen alten Account nicht, leider. Einmal drücken auf Leertaste macht glaube ich 100 Klicks. Ein hilfreicher Makro bei dem Spiel. Okay, wenn ich Leertaste gedrückt habe, kann ich nichts anderes mehr machen. Die Sachen kommen später alle. Hilfe! Jetzt habe ich den nächsten. Ah, da ist der nächste. Okay, nur ein Haustier. Was macht der? Fortschritt, jawohl. Erfolge, jawohl.
Also gestern habe ich leider nicht gespielt, aber kein Problem. Das ist euch sicherlich schon aufgefallen. Ah, ich habe hier den neuen schon. Vergessen zu verbessern. Dann kann ich das hier kaufen. Ab Stufe 60. Ich bin auch schon über 60. Komisch. Geschichte, okay. Muss auf 28.000 kommen. Wie weit bin ich denn hier? Folge. Okay, ich muss noch hier ein bisschen weiter. Oh, schon bei 7. Leertaste. Das ist der Vorteil bei diesem beim Click Game hier am Computer. Ich brauche nur einmal Leertaste drücken, dann drücke ich da die 100 Mal
oder wie oft, keine Ahnung. Oder und wir haben es geschafft, aber wir spielen noch ein bisschen weiter. Ist eigentlich, soweit ich weiß, passiert auch nicht viel mehr. Kommen immer nur andere Monster. Und man klickt hier, um die Gegner zu töten. Also bei dem Spiel kann man eigentlich komplett abschalten und immer nur drauf drücken. Beim Handy wäre es nur mit dem Finger drauf drücken. Ich hätte mir jetzt einen neuen kaufen können, aber ich möchte erstmal diese weit hochleveln. Bis auf 22 ungefähr. Hier gibt es auch tägliche Quest. Oh. Also eigentlich, was soll man dazu noch sagen zu dem Spiel? Kurz zum Abschalten, immer nur drauf drücken. Wenn du nicht kämpfst, kämpfen deine anderen Leute hier weiter. Siehst du, die machen Schaden nicht viel. Kannst du später noch weiterhin ausbessern. Da könnt ihr jetzt den nächsten freischalten. Schauen wir uns den mal an. Und die ist dann hier auf der rechten Seite oben auf der Burg. Mehr gibt es da eigentlich nicht. Kommen halt immer wieder neue Leute dazu, die mit dir kämpfen wollen. Und umso mehr du kaufst, umso mehr Schaden machst du natürlich. Bei 20 Millionen kriege ich den dann jetzt. Das dauert aber eine Ewigkeit. Einmal drücken. Zack. Tot. Der nächste. Auf 30.000. Also wenn du mehr mit deinen Freunden kämpfen willst, dann will ich nur die aufleveln, wenn du denkst, dass du gut bist. In die ganze Zeit rumdrücken, dann level dein bisschen auf. Aber ich sage, am Ende machen deine Freunde alles zusammen doch mehr Schaden wie du alleine. Jetzt kommt ein Boss. Oh, schaff mal den. Los, Stefan, drück schneller. Jawohl.
geschafft. Aber es war jetzt schon knapp. Ich habe noch Erfolge. Da einen Erfolg und... Ach, das war Talisquest. Da einen Erfolg. Sammle drei Haustiere. Okay, ich probiere erstmal auf 100.000 zu machen. Einsammeln. Erfolge. Tagesquest. Und da. Dann werde ich jetzt mal die Sachen anziehen. Ausrüsten. Ausrüsten. Der macht mehr Schaden. Also ich denke mal, immer das Oberste macht mehr Schaden. Mit dem Reisekoffer jetzt. Sieht auch cool aus. Ich drücke mal drauf. Nicht schlecht. Haustier habe ich immer noch eins. Also bis auf 100.000 hochleveln. Es dauert ein bisschen. Das hatte ich gerade um die Million gehabt. Jo, was soll man noch zu dem Spiel sagen? Ist ganz witzig. Wie ich schon sagte, macht Spaß, ja. Also gut zum Abschalten. Oh. Der ging aber gerade schnell auf 600.000. Ab Level 20 kriegt er eine neue Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, die schalte ich frei. Das ist eine Fähigkeit. Das habe ich alles auf 100.000. Dann mache ich jetzt den hier weiter. Wo ist denn das nächste Ei? Ich mache den jetzt auf 1 Million. Erreichen Sie Stufe 45. Was meinen Sie mit Stufe 45? Ach, hier oben die Stufe meinst du. Ah, jetzt verstehe ich.
Oh, ich habe da neue Fähigkeit. Wenn ich die Fähigkeiten benutzen möchte, muss ich einmal X drücken. Dann sind hier unten die Fähigkeiten. Einmal D und 260 Millionen Schaden. Nice. Wieder ein Bosskampf. Ja, das war eigentlich alles von dem Spiel. Was soll man noch sagen? Den hau ich eins rüber. Schneller drücken. Schneller drücken. Also bei dem Spiel bin ich richtig froh, dass ich das am Computer spiele und nicht am Handy. Weil wie gesagt, wenn ich das am Handy spielen würde, die ganze Zeit herumdrücken, das ist ja richtig übel. Die Dailies sagen noch, wo waren die Dailies? Ja, Erfolge. Habe ich doch schon gemacht. Upgrade Artefakt. Artefakt. So klicke ich normal auf meine Maus und so klicke ich mit dem mit dem Makro. Wo kann man verbessern? Artefakte wäre hier, aber oh ja, schaffe ich das noch? Ja, komm, das schaffe ich noch. Ich kriege den Boss noch. Ja, ist aber gleich. Ja. Perfekt. Perfekt. Dann mache ich jetzt die mal hier auf 1 Million. Den auf 1 Million. Den auf 1 Million. Schon wieder kein Geld. Da muss ich noch die Fähigkeit freikaufen. Das Witzige ist, ich bin ein Kerl und das andere sind alles Frauen. Ah ne, hier, der ist noch ein Kerl. Der hier. Okay, und das ist ein Pinguin. Also 3 Frauen, ein anderer Kerl und ein Pinguin. Da kommt noch eine Frau dazu. Also das heißt, hier haben die Frauen mehr Kampfkraft. Also ich weiß auch nur noch, dass die kommt. Was danach kommt, weiß ich ja nicht mehr. Danach hatte ich damals nicht mehr weitergespielt. Weil irgendwie ist es doch nach einer Zeit ein bisschen langweilig, wenn man hier die ganze Zeit mal raufschaut und
dann halt immer drauf drücken muss, was ausrüsten. Nach einer Zeit wird es halt langweilig. Aber für sich schönes Spiel zum Abschalten. Bosskampf. Ach, gegen den haben wir gerade verloren. Ah, okay. Also bis Level 45 sind wir locker gekommen und jetzt habe ich Probleme. Und wenn du halt einen Boss nicht geschafft hast, wirst du wieder ein Feld zurückgesetzt und kannst die ganze Zeit gegen den einkämpfen. Gegen den hier. Bis du denkst, dass du so weit bist und dann kannst du auf Bosskampf drücken. Aber das wird anscheinend noch bei mir ein bisschen dauern. Deswegen will ich jetzt auch hier das Video beenden. Ich habe jetzt bis Level 45 das geschafft. Gab es da nicht noch einen Erfolg? Talis, Daily, Dingensbummens? 45, nee, irgendwo hatte ich auch 45 gesehen. Hier vorne steht auch was mit 45. Achso, da kriegst du nochmal neues Gold, war das, genau. Gut. Den Boss werde ich erstmal nicht schaffen. Dafür bin ich leider zu schwach. Dann werde ich das Spiel beenden. Schon beendet. Und sage Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.